Ja, komm, abfahren, Abfahrt. Ja. Scheiße. Hände nach oben. Eingang von der Weinkeller, nicht in dieser Nähe von diesem Lager. Okay. Ja, das war jetzt keine Frage in den Chat, Bruder. Das kann er hässlich nicht wissen, weißt du, wie ich meine. Aber ich denke mal, es ist so wie letztes Mal. Ich habe gerade nicht zugehört, was sollen wir machen? Zum Weinkeller-Eingang. Ja, wir stellen uns da an die Wand, am Rand. Als würde ich hier wohnen, weißt du? Ich hab gerade alles egal, so durcheinander geredet, dass ich schon wieder nicht. Junge, die würde ich auch nicht machen. Wir sollen uns hier am Weinkeller stellen zum Eingang, aber was weiß ich, wo der ist. Ja, egal, einfach hier am Rand stehen. Es geht darum, dass wir nicht an dem. Es geht nur darum, dass wir nicht an deren scheiß Lager stehen. Ja, fahrt mal bitte hässlich, fahrt mal bitte weg. Okay, ab geht er. So, stand der Ort hier auch auf dem Notizblock? Oder? Warte mal, warte, ich muss kurz was gucken. Ja, ja. Was ist denn los? Ja, ich hab doch hier diesen. Die Orte, ne? Ja. Hast du das von den Italienern bekommen? Mhm. Und? Jetzt muss ich gucken, wo das ist. Warum tanzen wir eigentlich komplett nach deren Nase? Ist das so gewollt gewesen oder? Oder was? Ja. Okay. Warte mal. Bleib mal hier. Ich warte, ja. Ah, das ist da oben. Was genau? Erklär mir mal. Warte, ich hab den ersten Ort gefunden. Okay. Ich sag jetzt noch nicht wo, ne? Also. Ja, ja, ist okay. Das sind nämlich die neuen Orte. Aha. Okay, das. Das da. Ah, okay. Ei. Ja, bitte? Habt ihr schon gehört? Frank und Jean kriegen $35,000 wieder. Wieder? Von was? Das ist klar, das ist klar. Sie sind freigesprochen und kriegen $35,000 wieder. Boah, geil! Darauf müssen wir nachher trinken. Willi ist besetzt. Ja? Was denn? Wir fahren jetzt los. Warum? Die sollen mich anrufen. Aber die sind schon fertig. Wir fahren jetzt los zum Hafen. Also, du kannst auch los. Ich fahre jetzt, bist du das da? Hinter uns gerade? Hast du gehupt? Ja, da sind wir. Wir fahren, die anderen sind andersrum gefahren, wir fahren so rum und ne, und checken jetzt einfach mal unten am Hafen, dann bleiben wir da noch 5 Minuten stehen und dann war's das auch mit Fake. Also ich glaube, das war letztes Mal hier viel gleich Spaß links, hat nachher ne? Das Gras auf das Schiff zu bringen, Bruder. Hä? Viel Spaß dabei. Wie meinst du das? Immer Kacke, Alter. Hier das links, Schiff ist oder? Immer so rutschig. Da rutscht man immer ins Wasser. Ja. Tschüss. Weißt du, was ich meine? Stell die Mule mal Richtung Stromkasten. Digga, das Schiff ist noch gar nicht da. Oder ach nee, vielleicht hat das Schiff eine neue Bruder, Probleme. Stell die Mule doch nicht in die Nein. Einfahrt. Wir tun das, als würden wir abladen. Achso. Ich muss eben mal auflegen. Also, ja, mach mal. Fiktives Abladen. Ja, Hakim.
Warum ist da Traubensaft in der Mühle? Wie? Das haben die als Fake da reingetan. Ach, lassen wir das drin oder was? Ja, das ja, machen die. Ich hab davon getrunken, Digga. Oh, ich hab mir auch. Echt? Da ist Traubensaft drin, ne? Ich will auch. Also, die fertig sind, fahren los, Digga. Machen so, als ob. Wir fahren als erst. Geil. Okay. Genau, wenn du eine SMS von Wung bekommst, in der irgendwas drinsteht, dann haben wir Probleme. Alles klar. Ciao. Also, hörst du zu? Ja, erzähl. Pass auf. Helen fährt jetzt noch eine Fake-Tour und wir fahren jetzt eine richtige. Okay. Die Techniker von eben stehen da immer noch. Perfekt. Dann soll Willi hoch Richtung Italiener und sich irgendwo in die Weintraubenfelder stellen. Okay, Willi, du sollst hoch zu den Italienern und dich in die Weintraubenfelder stellen. Ja. Okay. Das war der Plan. Weil, soll ich Ihnen das auch weitergeben, was du jetzt eben gesagt hast am Telefon? Nein, nein. Okay. So, jetzt Konzentration, ne? Jetzt los? Ja. Hast du, geht los. Wen hast du am Telefon? Richtung West Highway runter? Wir fahren jetzt runter, den Berg runter. Okay. Wen hast du am Telefon? Willi. Wohin? Okay. Das musst du mir sagen. Wohin? Sag Willi, die Reise geht nach Palito Bay. Ganz im Norden von Palito Bay ist ein Wald. Ja. Da ungefähr. Nach Palito Bay Richtung Wald. In den Wald oder Richtung Wald? Ganz nach oben im Norden, das ist ein Waldstück. Ganz nach oben im Norden, das ist ein Waldstück. Also an der Spitze oder was? Genau. Ja, dahin. Und ja. Da soll er mal rumfahren. Bei den und gucken, Brokern hat eben jemand. Warte, sei mal leise, Willi. Seid mal leise, Willi. Ja, das sind wir. Was soll er machen? Da soll er rumfahren und gucken, was da so steht. Du sollst oben, ganz so oben, rumfährt. An der Spitze von Palito Bay am Wall gucken, was da oben abgeht. Was da rumfährt, was ist. Okay. Soll er jetzt direkt hinfahren? Ja, ja. Okay, dann sollst du jetzt schon direkt hinfahren. Okay. Andere Informationen auf die Broker hat gerade ein Drive-By stattgefunden. Ja, das interessiert mich nicht. Die Broker sind sowieso unnötig. Ja, trotzdem ist das eine Information, ja, Digga. Ja, ich weiß. Aber besser ist das. Warte mal, ich krieg einen Anruf von Joshua. Ja, natürlich ist das besser so. Okay. Ja, bitte. Ihr macht dasselbe Tour. Bruder, danke für dein Follow. Also zuerst und, zu dem Hülsendings da in der Nähe und dann zum Hafen. Python-Fracht. Auch danke für dein Follow. Kuss geht raus. Ja, also ja, ganz oben. Ja, Bruder, da ist ein Wald. Ganz oben an der Spitze. Der auch markiert ist. Genau. Okay. Gucken, wer markiert so fährt, was auffällig ist. Ja, ja, safe. Ob eine Unregelmäßigkeit ist, wie unten am Hafen da mit den Leuten. Das war schon echt crazy. Pass auf, Hakim, oben sind auch noch Techniker. Das wäre so geil, Digga. Das wäre nee, richtig witzig, am besten wenn da mitten im Wald irgendwie so ein LKW steht und da schrauben fünf Typen dran rum. Ja, Mann, am besten noch Förster. Nee, da oben stehen die mit so einer Hebebühne und machen laufen da 10 ja, ja. Förster mit Gewehr rum. An einer Hochspannungsleitung, was oder so. Hakim sagt auch schon mit einem Wald so eine Hebebühne. Die ja, schrauben Mann. Da rum. Geil. Aber auch mal nach Booten gucken. Er soll mal nach. Guck mal nach Booten. Aber ich bin den Strand abgefahren. Ah, perfekt. Sehr gut. Guck nochmal, aber. Da ist safe eigentlich nichts. Wagen, keine Wagen, kein gar nichts, ne? Nichts gesehen, null. Gut. Nichts, was nicht in den Wald gehört. Ja, dann nur Bäume. Ich. Nur Bäume? Hast du im Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen? Ach, Digga. Geil. Was machst du hier? Hallo. Nee, keine Boote. Bist du das da, der gerade angefangen hat? Ich? Ja. Ich hab dir was mitgebracht. Ja, hier durchs Gebüsch. Ah, okay, du bist es. So, mal hier eine Klappe noch aufziehen. Fahr ruhig weiter runter. Ja, ja, safe. Ruhig weiter. Am besten an die Straße noch ein bisschen. Digga, ich hab mich beim letzten Mal ein bisschen in die Frau verliebt, Junge. Lass mich doch mal ein bisschen gucken. Hallo. Hallo. Sag ihr das nicht, Digga. Die tötet uns. Nein, nein, alles gut. Also. Dann geh ich mal ins Trockene, ne? Hm? Brauchst du irgendwas oder sollen wir dir helfen oder so? Hab alles hier. Hä? Das raff ich jetzt gar nicht. Sag Bescheid, wenn du fertig bist. Ach so. Die Tür auflassen, zumachen. Ja, auflassen. Ich delete das aus. Alles klar. Und bitte? Der ist soweit fertig. Habt ihr noch was in der Tasche? Nein. Nee. Dann seid ihr soweit wieder fertig. Alles klar, wir kommen gleich mit dem nächsten. Bis später. Ja.
Jo, wir hören uns. Einfach wieder klopfen. Bist du jetzt ready, Diggi? Wir sind durch. Es gibt ja gleich Standort durch. Aber ich glaube, wir fahren zurück zu den Italienern. Bin ich mir gerade nicht sicher. Gucken, was Hakim sagt. Ja, nee, fahr zu dem Parkplatz und dann ist gut. Ciao. Wieder Italiener? Nee. Und hast zwar? Du Ortega am Telefon? Ja, Ortega ist auf dem Ost-Highway, gerade auf dem Weg zu uns. Okay, in Palito Bay. In Palito Bay? Gibt es einen Pier? Ein Pier, ja. Der genau gegenüber von der Bank? Genau da. Genau, hast du gehört? Der soll einfach nur in Palito Bay so ein bisschen rumfahren und gucken, also? Was da so los ist. Okay, du sollst in Palito Bay so ein bisschen rumfahren, gucken, Lage checken, ob da Cops sind oder sonst wer. Genau, wir fahren zu diesem Pier und sobald du dann am Telefon was sagst, kann er ja dazu schuppen. Genau. Ich bin jetzt gerade der Osterway, der Shop vor Palito Bay, da bin ich jetzt gerade. Okay. Weißt du, wo perfekt, genau. Ja, ja. Shop zu machen, ja, dann kommst du uns gleich, dann bist du gleich hinter uns. Und einfach so ein bisschen durch Palito fahren, Lage checken und Bescheid sagen, wenn irgendwas auffällt. War die eine gelbe Mule? Nee, eine Chrom. Du bist auch nicht hinter uns oder vor uns. Wir sind jetzt schon längst bei Palito rein. Nee, sind weitergefahren. Ortega? Ja, bitte. Ich leg einmal kurz auf, ruf dich gleich zurück. Warte, ich muss mit Willi telefonieren. Natürlich. Komm, abladen. Jo, du hast eine SMS geschrieben, ich hab's nicht gesehen. Wie? Ja, ich bin wieder abfahrbereit. Okay, dann komm. Ich muss eben nur ganz kurz tanken. Ja, dann mach das. Dann lass ich Ortega so lange noch. Dann rufe ich dich gleich an, ja? Scheiße. Hände nach oben. Check. Woher? Woher? Bitte? Oh. Handy weg. Geben Sie mir Ihr Handy. Ja. An den Wagen. Sekunde. Ich soll erst Handy geben. Das Handy abheben. So, jetzt ist in meiner Tasche. Kannst du rausholen. Einmal an den Wagen. Jo.
Und Hände oben lassen. Schafe oder Spitze Gegenstände bei sich? Bitte? Bitte was? Haben Sie Schafe oder Spitze Gegenstände bei sich? Ein Messer, ja. Wo ist das Messer? In meiner rechten Hosentasche in meiner Scheide. Gut, Springmesser, Klappmesser? Nee, ein richtiges Messer, das ist. Ein richtiges Messer, ein feststehendes Messer. Nehme ich mir mal ab. Kein Problem. Wo haben Sie Ihr Telefon? In der linken Hosentasche. Linken Hosentasche. Hände bleiben oben, ja? Kein Problem. Was genau ist der Anlass dafür, hier, jetzt? Da fahren Sie gleich. Die Tasche können Sie einmal ablegen, vorsichtig aber. Mhm. Ich fasse die Tasche jetzt an und leg's sie ab. Jawohl. Wunderbar. Kollege, komm mal her, nimm mal die Tasche an dich. Ja. Nimm die Tasche an dich. Ja. Einmal von der Tasche weg. Ja. Hände bleiben oben, ich lasse sie mal weiter ab. Mhm. Wie zum Teufel haben die uns gefunden? Metall noch dabei? Bitte? War das Metall noch irgendwas dabei? Ja. Was? In meiner Bauchtasche von vom Pullover. Was ist dort? Eine Waffe. Noch eins? Eine Waffe. Waffe gesichert? Ist gesichert, ja. Handfeuerwaffe? Ja. Gut, Hände bleiben oben. Kein Problem. Die Waffe. Digga, die waren aber auch so schnell da, ich konnte gar nicht reagieren. Nix machen. Ich habe nur abladen gehört, bin ausgestiegen, zack, waren die direkt da. Ey, das ist so krank. Aber geil. Ich find's geil. Aber komisch, dass sie so, wieder Bescheid wissen. Ist noch ein T-Shirt oder irgendwas zusammengerollt ist dabei, eine Tasche? Nö, gar nichts mehr. Gar nichts mehr. Gut, wunderbar. Willst du nochmal Handchen anlegen, sind hiermit einmal vorläufig festgenommen wegen dem Besitz des Betäubungsmittels. Wegen was? So wie wegen dem Besitz des Betäubungsmittels, sowie der Besitz an Schusswaffen und einer Stichwaffe. Okay. Ich werde ihn nochmal Handchen anlegen. Mhm. So, müssen wir gerade auch einmal Platz nehmen. Hallo. Wo denn? Wo genau? Machst du mal auf? Ach, meinst du mal unten? Ja. So. Und da waren locker hier mal die Handschellen. Mhm. Nehmen Sie einmal Platz. Der Herr muss auch noch durchsucht werden. Das ist der. Wir das müssen ist der, rauf. Was? Wir müssen rauf, ihr seid safe genug, oder? So, ja. Der hat nicht mal meine. Aber, der hat nicht mal meinen Ausweis nachgeguckt, Bruder. Aber damit kann ich jetzt. damit kann ich jetzt Taxi auch abhaken. Das war's mit Taxi. Oh, wer kommt da? Oh, wer kommt da? Das sieht aber nicht nach FAB aus. Aue, das ist mein. Oh, müssen Sie darauf fassen. Geil! Jungs, holt mich hier raus! Holt mich hier raus, Jungs! Die Leine. Oh, das tut mir leid. Oh, ihr nehmt alle schön eure Hände runter. Ja, Mann! Alle die Hände runter, alle. Herr Dorf, zu gucken, hier sind gleich 40 Mann, nehmt eure Waffen runter. Ey, lasst mich hier raus. Aus der Karre. Legt euch alle auf den Boden, alle auf den Boden. Ey, lasst mich raus hier aus der Karre. Legt euch alle auf den Boden, sonst schießt euch jeden einzelnen in die Fresse. Und piss dich von der Mule, auf den Boden legen. Alle auf den Boden legen, jetzt. Bleibt die Söhne hier liegen, vor der Miseria. Bewegt euch keine Sekunde, werkt euch eine Kugel. Jungs, lasst mich mal raus hier aus der Karre. Auf den Boden. Weil wie sind die Helikopter? Nimm dir deine Waffen weg. Oder muss ich erst durchsuchen? Nimm die automatische. Nee, sie, gebe durch, dass sie absuchen sollen. Sie sollen nicht sofort abwiesen. Er sei nämlich weg, ein Funkgerät.
Sandy, überlasse ich dir. Anzug mal den Waffen, nimm den Funk, alles weg. Hörst du schlecht, verbies dich. Entwaffne die Jungs alle. Ich habe gesagt, ihr sollt euch verbiesen. Gib mir deine Waffen da unten. Ihr sollt abhauen. Da oben links. Achso, schon, okay. Wollt ihr eure Leute sterben, die? Wir zählen auf 10 runter, dann stirbt da einer. Ich zahle auf, ich schwöre euch das. 10. Pussy, wenn ihr nämlich fett seht, jag ich dir eine Kugel in den Kopf. 8. 7. 6. Ich töte ihn, wenn ihr euch nicht verpisst, ne? Ey, hol ich mal raus aus der Karre hier! Okay. Ey! Nein, die fette Hugo, ihr Bastard! Stellt das scheiß Feuer ein! Alle, das Feuer einstellen! Nein, die schießen auch nicht mehr auf euch! Das Feuer einstellen! Bitte packt die Waffen weg, Freunde. Das ist komplett sinnlos hier. Das ist ein... Es schießt immer noch einer von den Bastarden. Ey, du, vorne hier, lass mich aus dem Auto raus jetzt. Hast du gerade von deiner Nase, funktioniert, dass es sofort deine Nase kommt. Scheiße, die haben sie laufen. Ey, du da hinten mit der Waffe, komm mal rüber zum Auto. So, wir wollen einen Arzt. Sofort. Scheiße. Lass mich mal hier raus, bitte. Du, ey. Mach mal die Tür auf. Schließ mal auf. Ja. So. Mach mal die Tür hinten auf, bitte. Ich hab noch lockere Fesseln an, Diggi. Mach mir die gleich mal ab, irgendwie. Komm zu dem Links. Ich mach. Au. Ja. Danke dir. Kriegst du die ab oder so? Lauf hier nach. Nee, lauf erstmal zu den anderen. Digga, irgendeiner von den scheiß Wichsern soll mir die Fesseln abmachen. Was jetzt. Ist jetzt hier? Kann ich ja, ja, auch, ja. Oder komm, nicht? Komm. Hilfe! Ah. Du! Ah. Hallo? Bruder, mach mal die Fesseln ab. Eine Mucks und du hast deine Kugel im Kopf. Jalla. Moise, hallo. Marco? Mein ganzes Zeug, Waffen und so weiter? Hab ich nicht. Ich bräuchte ihm ganz schnell medizinische Versorgung von mehreren verletzten Personen. Schusswunden. Hast du das gekriegt, oder? Ah. Sie. Warum? Ich kann nicht mehr hoch, was ist hier los? Ja, so. An die Bier. Hier ist ein Tuch in meiner Tasche. Ist er die Leber nicht im Wert? Ja, das ist bitte draufdrücken. Hallo? Du kommst zu mir. Ja, aber nur auf die Bier. Bald weg. Ja, die verteilen sich hier wahrscheinlich jetzt mit dir fliegen. Bruder. Film. Film, was hier gerade passiert. Film. Alter, leck mich fett. War das krank. Ah, jetzt machst du den los. Ganz langsam. Ganz langsam. Das hier greift wegen des Schlüssel. Langsam. Ja. Nur die Schlüssel raus. Da. Ey, du Officer. Hast du irgendwas einkassiert an Waffen oder so? Ja. Die würde ich gerne wieder haben, ja? Wir müssen erstmal die Fesseln losmachen. Ja, hat er doch, oder nicht? Nee. Jetzt mach sie mal ordentlich los, oder? Mach sie ihn los. Ganz. Ich werd ganz nervös. Ich kann so die Fesseln nicht abnehmen, wenn sie so auf die Pelle rücken. Ja. Einfach Schlüssel rein. Wo ist das Problem? Steck ihn einfach rein. Jo, ja, danke, geht doch. So, und dann kommt ihr beide mal mit rüber. Kommt ihr beide mal mit rüber. Ich soll mitkommen? Komm mal her. Ja. Gib mir mal die Handfeuerwaffe, die du einkassiert hast. Die Handfeuerwaffe. Ja. Da müsste ich am. Mit Magazin. Jetzt. Nix in die Tasche.
Und leg die Tasche hin. Nein, gib sie mir. Wer redet mit mir? Wem soll ich sie geben? Nicht der mit dem Anzug. Nee. Das wäre ein bisschen unsinnig, ne? Ja. Danke. Magazine sind dabei. Gib ich dir. Korrekt. So. Jetzt kann der Kollege wieder übernehmen. Ich leg mich wieder hin, ja, dann ist alles cool, oder? Ja, hinlegen. Okay. So. Warten wir hier auf die Behandlung. Geht's dann auf die Schiefe? Wir haben ein persönlicher Medic jetzt. Ey. Los, aufstehen, komm mit. Ist aufstehen, ja, ist der Offizier. Komm mit, stehen. Ah ja, da lang, genau, in die Richtung. Ey, macht eure Taschen voll mit Weed und bringt das runter. Ja, einer musste auf den Dings hier aufpassen, ne? Ja, mach ich. Okay, ruhig. Mach dein Dings runter. Dann lass mich vorbei hier. Lass mich vorbei. Okay, los. Sie, ich habe gehört. Das waren alle, wir können los. Jalla! Ich freue mich! Das ist der beste Tag meines Lebens! Ich habe auch gedacht, jo. Geil. Ich liebe euch! Ich liebe euch auch! Sind jetzt alle da? Ja! Können Abfahrt! Ich habe das Bedürfnis, ja. Denn auf die Fresse bauen. Einfach so. Warte. Ihr braucht da nicht mehr dagegen stehen. Wir machen Tschüss jetzt, ne? Abfahrt. Okay, alles klar. Ich werde abgeholt und dann, ja. Okay, Cool. Harte. Alles klar, wir treffen uns am Cage? Weiß ich noch nicht. Ich ruf dich dann an. Alles klar, gut, ihr bis ciao, dann. Ciao. Uiuiuiui. Uiuiuiui. Dann leck mich doch einer am Arsch. Oi. Das ist wie bei diese Tomato. Ja! Der kann sich länger festhalten. Scheiße. Hui! Ich fühle mich wie so ein Barsch. Hey, merkt euch mal, hier links. Alter. Hey, was? Hallo?